Hallo und willkommen zum ersten C++ Video. Ja gut, alle Leute, die meine C-Sharp Videos gesehen haben, die werden sich jetzt gleich denken, okay, den Kinderkram kenne ich schon und es ist auch extrem von Vorteil, wenn man schon eine Programmiersprache beherrscht, denn C++ ist nicht ganz ohne und wenn es die erste Programmiersprache ist, die ihr lernt, dann gebe ich euch den Tipp, versucht so wenig wie möglich vom Video abzuschreiben, beziehungsweise von den kommenden Videos. In dem ersten wird nicht so viel passieren. Und alles, was in den Videos gemacht wird, ändert einfach Werte, versucht eure eigenen Ideen mit einfließen zu lassen, denn nur so lernt man diese Sprache. Reines Abschreiben von irgendwelchem Code bringt absolut gar nichts. Na gut, vielleicht lernt man dabei ein bisschen schneller abzutippen, aber nein, davon lernt man keine Programmiersprache. Gut, also wir fangen an. Ich habe hier schon Visual Studio 2010 geöffnet. Ihr könnt auch 2008, 2005 oder irgendeine andere Umgebung für C++ benutzen. Also ein neues Projekt. Visual C++ und ich werde jetzt erstmal ein leeres Projekt erstellen. Das kommt in den YouTube-Ordner. Und zwar nenne ich das einfach mal YouTube Gott Tutorial C++ 1. Und jetzt bekommen wir ein leeres C++. Ich sage jetzt einfach C++. Gut. Jetzt bekommen wir ein leeres C++ Projekt und hier in dem Projekt Mappen Explorer, ich pinne den mal fest, sehen wir hier dieses Projekt. Wir haben vier Ordner, die externen Abhängigkeiten, keine drin, Header-Dateien keine drin, Quelldateien keine drin und Ressourcendateien keine drin. Was man in welchen Ordner packen kann oder sollte oder wofür jeder Ordner gedacht ist, das kommt später. In dem ersten Tutorial werde ich euch einfach mal ein kleines Programm vor der Nase schreiben und das könnt ihr ruhig abtippen, auch wenn das gegen das ist, was ich gerade gesagt habe. Aber in diesem ersten Programm werden wir nicht viel machen und alles, was ihr da seht, müsst ihr erstmal so hinnehmen, was diese einzelnen Befehle machen, da kommen wir später drauf. Die Videos werden zumindest am Anfang relativ kurz, damit das Ganze auch nicht overwhelming wird und man da sich leicht überfordert fühlt. Okay, also wir fangen an. Zuerst schreiben wir einfach include, dann ein kleiner Zeichen müsste das sein und IOStream. Gut, was das macht, kommt später. Dann ein using namespace std. Und eine main-Funktion. Was eine Funktion ist und so weiter, das kommt später. Genau, das ist die main-Funktion. Und wenn wir jetzt das Ganze zu einer Excel-Datei kompiliert haben, sobald wir dann da draufklicken, fängt das Programm an in der main.cpp. Hier wird eigentlich immer gestartet. Fängt der Computer halt an, guckt, was muss er hier machen, führt das den entsprechenden Code aus und geht dann runter bis zur Main-Methode und führt diese Main-Methode aus. Und wir wollen jetzt etwas Text ausgeben lassen, also schreiben wir cout, machen zweimal das kleine Zeichen und in Anführungszeichen können wir jetzt den Text schreiben, den wir ausgeben wollen. Na gut, erste Tutorial, dann nehmen wir mal Hallo Welt. Oh Gott. Gut. Jetzt ist dieser Befehl aber noch nicht zu Ende. Jetzt können wir nämlich, also einen Befehl beendet man in C++ immer mit einem Semikolon, wie man hier oben sieht.
Und damit ist dieser Befehl beendet. Wenn ich das Ganze jetzt starte, ich hoffe, das sieht man auf dem Video, dass da kurz was aufploppt. Ja, das dauert etwas länger. Gut, also man hat gesehen, da ist die Konsole aufgegangen, stand Hallo Welt drin, schön und gut. So, ich habe jetzt mal eben hier den Windows Explorer geöffnet und bin hier in meinem YouTube-Ordner, YouTube Tutorial C++ 1, und wir gucken uns mal in dem Debug-Ordner die Exe-Datei an. Wenn ich das Ganze jetzt in einer Eingabeaufforderung ausführe, YouTube Tutorial C++ 1, dann habe ich das falsch geschrieben und okay, ich benenne die jetzt eben mal um. JT für YouTube, öffne nochmal eine Eingabeaufforderung und ich will jetzt jt.exe ausführen. Und man sieht jetzt auch hier ganz deutlich Hallo Welt. Das ist ja das, was wir in unserer Konsole ausgegeben haben. Und ja, ich mache jetzt hier mal den ersten Cut, also bis in Part 2.